Final Showdown im Pearly Valley. Peter Stevens gegen Gabriel Wright. Und im Anschluss gibt es noch Michael Evans gegen Ricky van Gerwen. Martin, wir wissen ja, Pete Wright macht sich immer wieder viele Gedanken. Jetzt tritt er heute gegen den Giant Sherman hier in Schwarz. Claude gerollt an. Also ich kann jetzt sofort den Hintergrund erkennen, wieso er das gemacht hat. Aber er selber wird sich natürlich da nicht zum Grund dafür überlegt haben. Pete Wright, auch beim Duell gegen Gab Clemens, das wissen wir, einer der unbeliebtesten Spieler auf der Tour und natürlich auch in Welt ein absoluter Pupsspieler, der amtierende Deutschlandmeister. Und anhand der Gockergesten wirkt auch sehr locker. Bis hierhin. Und damit jetzt wieder hinein ins deutsche Fahrtsfieber. Gab Clemens Snens im Match gegen Peter Wright. Hat in einem Ein-Players-Chip brutal gute Darts gespielt. Ich glaube 100 Spiele über 400. Das ist die erste 80 und die geht an den Matchmeister. 4000 Mal haben die beiden bislang gegeneinander gespielt. Jeder gewann 2009 Mal Alarm bei den European Chips. Dadurch, dass Peter Wright nicht geblieben ist, hat er kein Finish. 21, Starts für 6, Triple 5 für 100. 6 Rest Single 10. 21, Starts für 121. Gut runtergedockt. Was für ein Average. Gabriel Klee 3,4 in diesen ersten Lel dieses Man-Am. Guter Fahrt, top. Top 4 zu Mainz. Clemens allein in diesem fünften Satz überkommt er einen fast 7er Average, gespielt von PPI. Der kotzt den mit 2,65 im 500. Satz und ist perfekt 3 von 3 aufs 0. 3-0 hinten gewesen. Bessere Karten für Pete in dem Level 3 geht natürlich, brauchst du aber 142. Perfekte Darts für leider nach dieser Single 20 nicht mehr möglich, kann sich stellen. 8 für 94 bei Gerhard Clemens 2060. Pete Wright im ersten Level. Kleb bekommt nochmal 3 neue Matches und zwar jetzt in diesem Moment 22:30 jetzt doppel 16 und der ist drin, der ist drin in diesem Moment. Noch nie stand ein Deutscher, noch nie schlug ein Deutscher ein Tier. Gabriel Dukant. Hast du noch Luft, Basti? Hast du noch Luft? Nee, ich kann nicht mehr. Ihr sicher auch nicht. Wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann fahren Gavins und ihr habt die Chance auf 2 Euro. So.